Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ich hoffe, das wird jetzt öfter passieren, aber mein Leben ist so unglaublich langweilig und es passiert nicht viel und ich habe nicht wie andere Etsy-Shop-Besitzer oder andere kleine Unternehmen oder Künstler so ewig viel mit Bestellungen packen oder anderen Sachen zu tun. Das meiste, was ich halt mache, ist an meinem Tisch sitzen und entweder Uni haben oder halt zeichnen, was ich dann separat aufnehme. Und deswegen habe ich nicht so wirklich viel zu zeigen, außer dass ich jetzt nach, ich glaube, 2,5 Wochen oder so, mache ich, jetzt wird's dunkel. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Ein bisschen. Habe ich jetzt endlich mal es geschafft, meinen Koffer auszupacken, weil ich vor dem Lockdown, also vor dem 2. November, dann, ja, das sind ungefähr 2,5 Wochen, sind erst 2 Wochen, oh Gott, die Zeit vergeht schnell und langsam zugleich. Auf jeden Fall will ich jetzt mal endlich meinen Con-Koffer auspacken, weil ich hatte so viel um die Ohren, dass der hier einfach nur offen und noch vollgepackt rumlag. Ich habe noch nichts damit gemacht. Also ich habe jetzt schon angefangen, meinen Koffer auszuräumen, aber ich habe sonst noch gar nichts damit gemacht. Der lag hier einfach nur rum und war einfach im Weg. Und deswegen muss ich den heute einfach mal ausräumen. So sieht das Ganze im Moment aus. Er ist fast leer. Und ich habe mir jetzt aus meinen Gittern, die ich sonst immer auf Conventions dabei habe, ich habe noch ein paar extra gehabt, habe ich mir jetzt so ein kleines Regal zusammengebaut, wo ich dann halt Sachen rein tue, damit die nicht da auf meinem improvisierten Packtisch Platz wegnehmen. Und ich werde das jetzt alles einräumen, werde hier noch klar Schiff machen, den Koffer wegpacken und dann hoffe ich mal, dass hier ein bisschen Ordnung einkehrt. Und das Regal ist auch absolut überhaupt nicht spannend. Da oben liegen meine Bücher, bisschen Deko und sonst eigentlich gar nichts. Ich habe da oben noch, ich glaube, in der Box ist irgendwie Sprühkleber drin, also Bastelkram und sowas. Und sonst eigentlich gar nichts weiter. Mein Arbeitsplatz hat sich ein kleines bisschen verändert. Ich habe mir ein paar Sachen neu gekauft, so wie die Tastatur. Ich weiß, der Laptop hat eine Tastatur, aber der Laptop nimmt auf dem Tisch einfach unten so viel Platz weg. Ich brauchte ein bisschen mehr Platz, deswegen habe ich mir so einen Monitortisch, wie auch immer, gekauft und eine Tastatur, damit ich die Tastatur halt einfach wegschieben kann und alles aus dem Weg ist. Hier ist Chaos. Das muss ich jetzt gleich alles noch wegräumen. Und dann alles aufräumen und meine Gitterwand ist auch noch leer, weil ich die ganzen Knipser brauchte, wo meine ganzen Sachen dranhingen. Das heißt, die sind auch noch komplett leer. Die muss ich noch wieder aufhängen und sonst ist das, glaube ich, heute das für den, also sonst war es das, glaube ich, heute für den Tag. Es ist übrigens Montag, der 16. Das war es dann tatsächlich. Also ich werde jetzt noch Ich habe nachher noch ein Gespräch und sonst werde ich halt richtig langweiligen Kram tun, so wie Haushalt, was man halt machen muss. Das war's eigentlich. Vielleicht komme ich ja morgen dazu, ein bisschen mehr zu filmen. Ich glaube, damit war's das. Ich muss heute noch eine Bestellung wegbringen. Also muss ich gleich noch Marken drucken und Bestellung wegbringen. Ich muss auch noch einkaufen. Mal sehen, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Ich hoffe, das Telefonat nachher dauert nicht allzu lange. Weil sonst habe ich nämlich keine Zeit für irgendwas anderes mehr. Also, wir sehen uns irgendwann wieder.
Es ist jetzt Mittwoch, der, welcher ist heute? Der 18.11. Ich habe gestern überhaupt nicht mehr irgendwas aufgenommen, weil ich einfach zu busy war. Heute Morgen hatte ich keine Zeit dazu, weil ich bei mir auf der Arbeit noch mit was geholfen habe, auch wenn bei mir im Moment sowieso nichts mit Arbeiten ist. Danke. Nee, also auf jeden Fall habe ich es gestern einfach nicht mehr geschafft. Ich war auch viel zu müde und hatte noch für meinen einen Unikurs was zu tun, was mich quasi wach gehalten hat und das hat halt einfach meinen ganzen Tag eingenommen. Aber heute Abend zumindest, habe ich ein bisschen was geschafft. Und zwar, ich greife einfach mal hinter mich. Oh, ich hoffe, ich erwische sie jetzt beide. Ha. Und zwar habe ich endlich diese beiden Schätzchen hier fertig gemacht. Ich hoffe, man sieht sie jetzt vernünftig. Da. Ja, eigentlich müssen sie so rum. Ohne das und alles. Die habe ich endlich fertig gemacht. Ich weiß, dass der Channel seit 3 Tagen nicht mehr existiert, aber ich habe den Livestream geguckt und habe so viele richtig geile Sachen gesehen, dass ich halt einfach, ich habe so ein Konzept in meinem Kopf gehabt und ich habe es nicht mehr aus meinem Kopf rausgekriegt. Deswegen musste ich das einfach machen. Außerdem trage ich so ein kleines süßes Ansteckmikro. Ich hoffe, dadurch ist der Sound ein bisschen besser, als wenn ich die ganze Zeit mit der Kamera hier rumlaufe und die ganze Zeit das Mikro verdecke, weil das passiert mir nämlich ziemlich oft, weil diese Kamera ziemlich schwer ist und zum Vloggen echt kacke. Und ich habe schon des Öfteren gedacht, vielleicht benutze ich einfach das Handy, aber das Handy ist so, ich weiß nicht, ich finde, mein Handy hat dazu nicht, da ist die Qualität der Kamera nicht gut genug. Und deswegen, ich will mir irgendwann mal eine vernünftige Kamera leisten, die auch leicht genug ist. Also eine kleinere Kamera, die Canon, die ich jetzt benutze, die ist erstens schon ein bisschen älter. Ich glaube, die ist jetzt 7 oder 8 Jahre alt und die gehört auch nicht mir. Ich hoffe mal, dass ich mir irgendwann eine kleine, leichtere Kamera auch zum Vloggen und zum Filmen leisten kann, weil die Dinger sind echt extrem teuer. Aber ja. Das war eigentlich das, was ich ansprechen wollte. Die habe ich fertig gemacht. Und ihr habt schon wahrscheinlich schon gesehen, ich habe noch eine Bestellung gepackt oder eine Bestellung eingepackt. Ich bin halt nicht so wie die meisten, also ich bin halt ein kleiner Künstler. Mich kennt keiner. Mein Etsy-Shop wird nicht überrannt mit hunderten Bestellungen. Deswegen habe ich so alle 2-3 Tage mal eine. Und wenn ich richtig Glück habe, dann habe ich auch mal 3 oder 4. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt welche bekomme. Und der Fakt einfach dahinter, dass ich überhaupt so alle 2 Tage oder jede Woche mal eine Bestellung bekomme, ist schon echt nice. Und ich bin da echt froh drüber, dass das jetzt so langsam so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und ich weiß nicht, ich bin da richtig froh drüber und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Bestellung bekomme. Scheißegal, ob das nur ein Teil ist oder ob das 15 Teile sind oder ob das 3 Teile sind. Ist mir scheißegal, wie viel in dieser Bestellung drin ist. Ich freue mich jedes Mal wie ein Honigkuchenpferd. Und ich liebe das auch einfach, Bestellungen einzupacken und halt irgendwie was Kleines mit dazuzulegen, irgendwie ein Sticker oder keine Ahnung. Macht mir einfach mega viel Spaß und deswegen hoffe ich auch, dass das irgendwann mal mein Beruf sein könnte. Und ein bisschen von dem Bild habe ich tatsächlich aufgenommen, aber nicht genug, um dann ein ganzes Video draus zu machen. Aber von dem hier schon. Das heißt, das wird definitiv ein Video, das muss ich nur noch fertig schneiden und vor allem ein Voice-Over drüber legen, weil ich in dem Video über was ganz Bestimmtes reden will, und zwar nicht über den Channel Unes Arnes, nicht darüber, aber da der Channel an sich so eine tiefgründigere Bedeutung hatte, habe ich mir halt überlegt, dass ich halt auch
während ich das zeichne oder während ich das male, halt über irgendwas Tiefgründigeres reden könnte. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass das ein Thema ist, was vielleicht gut ankommt, vielleicht auch nicht. Und ja, mal sehen. Wie gesagt, dafür muss ich ein Voice-Over noch fertig machen. Da muss ich erstmal anfangen, das zu schneiden. Und ich tippe mal, dass das Video dann nächste oder übernächste Woche kommt, je nachdem, wie ich das hinkriege. Und wenn ihr das seht, läuft wahrscheinlich noch ein Sale bei mir im Shop und bei ganz vielen anderen Künstlern im Shop, in den Etsy-Shops. Und das sind so gut wie alle, also was heißt so gut wie alle, aber viele davon, die Mehrheit kenne ich persönlich und das sind alles super coole, super nette Leute. Und ich habe das auch auf meinem Instagram gepostet, dass ich ein Sale veranstalte oder dass wir einen Sale veranstalten. Der Stay Home Shop Safe Sale. Das ist, glaube ich, der dritte, den wir dieses Jahr machen. Und wir veranstalten das seit diesem Jahr halt wegen Corona, veranstalten wir das zusammen. Und ja, jeder von uns bietet halt einfach irgendwas in seinem Shop an. Entweder Rabatt, also bei mir sind es zum Beispiel 20% Rabatt. Und für alle Bestellungen über 25 Euro innerhalb Deutschlands gibt es kostenlosen Versand. Und dazu kommt auch noch, dass jede Bestellung, egal wo die Bestellung hingeht, einen zufälligen Button aus meiner Button-Sammlung bekommt oder aus meinem Button-Repertoire bekommt. Und ja, wenn ihr euch was snacken wollt, dann hopp rüber mit euch zu Etsy. Ich versuche mal alle Kanäle, also alle Instagram-Accounts und also alle Leute, die an diesem Sale mit teilnehmen, versuche ich mal unten zu verlinken. Und ja, mal sehen. Ich hoffe, dass das wieder ein erfolgreicher Sale wird. Und die Sales kommen immer eigentlich ziemlich gut an. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr bei irgendwem, egal ob bei mir oder bei jemand anderem, dass ihr was findet. Und außerdem läuft auch noch bis zum 29. November, ich hätte jetzt fast Dezember gesagt, bis zum 29. November läuft auch noch mein Kickstarter. Im Moment sieht es so aus, als würde der Kickstarter nicht erfolgreich zu Ende gehen, als würde das ein Flop werden sozusagen. Aber das ist völlig in Ordnung. Das war keine spontane Sache. Ich habe da schon ziemlich lang dran gearbeitet, das so hinzukriegen. Und die ganzen Pin-Designs und alles durchzurechnen. Und da habe ich schon ziemlich lang dran gesessen. Also es war keine spontane Entscheidung, einfach mal so, oh, ich mache einen Kickstarter. Sondern das war tatsächlich eine längere Überlegung. Aber es ist halt einfach ein doofer Zeitpunkt. Weil jetzt wieder zweiter Lockdown, die meisten Leute gehen in Kurzarbeit und brauchen ihr Geld natürlich verständlicherweise für ihr Leben. Und haben dann kein Geld, keine Zeit und keinen Nerv darauf, irgendwie das Geld im random Künstler zu geben, der im Internet sagt, hey, komm, ich will das machen, gebt mir euer Geld. Nee, und wie gesagt, das ist einfach ein doofer Zeitpunkt, jetzt gerade vor Weihnachten. Klar kaufen die Leute jetzt Weihnachtsgeschenke, aber das, was ich verschicken würde, das würde ja noch ewig brauchen. Da würde ich gar nicht anfangen, das zu verschicken, vor Februar. Also wahrscheinlich würde ich im Februar anfangen, alles zusammenzustellen und die ganzen Bestellungen zu machen und halt alles einzupacken und zu verschicken, wenn es nicht sogar bis März gedauert hätte oder dauern würde. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, Zeit habt, ja, okay, Zeit braucht man auch in 2-3 Minuten, aber falls ihr Lust habt, falls ihr gerne Sailor Moon mögt, falls ihr gerne so ein bisschen alternative, punkige Sachen mögt, dann schaut da gerne vorbei. Das ist mein Magical Sailor Punks Kickstarter. Und wie gesagt, den verlinke ich auch unten drin. Und ihr müsst nicht, es ist kein Muss in irgendeiner Weise. Ich würde mich sehr freuen. Oder auch, wenn es geteilt werden würde. Na, im Moment stagniert das ziemlich und es geht einfach nicht voran seit, ich glaube, einer Woche oder so. Und deswegen denke ich mal, dass das nicht erfolgreich sein wird.
Aber das heißt nicht, dass ich das jetzt hinten überwerfe und die Designs einfach wegschmeiße oder sage, meh, dann wollten die das nicht, dann kriegen die das jetzt auch nicht. Nee, ich denke mal, ich werde schauen, dass ich den Kickstarter vielleicht im nächsten Jahr, irgendwie Mitte nächsten Jahres nochmal wiederhole und hoffe dann, dass es vielleicht ein bisschen besser läuft und mal sehen. Ja. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich sagen wollte? Ich bin gerade so im Talking-Mood. Ich weiß es nicht. Nein, das ist kein Kaffee, das ist Mezzomix. Ich bin zwar ein Kaffeetrinker, aber nicht abends um 11:30. So, es ist Donnerstag, der 19.11. Und ja, morgen geht unser Sale los. Wahrscheinlich ist der schon, läuft der schon, wenn das, oder ist schon gelaufen, wenn das Video fertig ist. Ich weiß nicht, wann ich das Video fertig kriege. Keine Ahnung. Ja, ich bin gerade dabei, Shop-Fotos zu machen. Ist zwar echt hart dunkel draußen, aber dafür habe ich mein Ringlicht. Dafür habe ich so ein Ding. Ja, ich habe gerade Fotos gemacht von unter anderem diesen Stickern und von ich bin jetzt gerade dabei, neue von den Sailor Moon Stickern zu machen. Ja, da bin ich gerade dabei. Ich bin mit den Bullet Journal Stickern schon fertig. Ich muss gleich noch welche für neue Prints machen, die ja, den einen habe ich schon. Und ich brauche noch die restlichen Sailor Moon Prints. Vielleicht kriege ich das auch einfach hin, dass ich die, ja, die Dateien, die ich auf meinem Computer habe, halt sozusagen als Mockup auf die Shop-Fotos mache, die ich schon habe. Also dass einfach nur das Bild halt hinziehen, so dass es passt. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Hinter mir, guckt bitte nicht hinter mich. Das ist Chaos. Und ja, der bleibt da erstmal hinten. Der hat eigentlich ein Zuhause, aber das Zuhause ist nicht bei mir. Deswegen, das ist ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin und die muss das noch bekommen, obwohl sie am Samstag Geburtstag hat. Ich bin ein Genius. Ja, wie gesagt, Shop-Fotos sind durch oder fast durch. Dann werde ich mich wahrscheinlich daran setzen, die alle, die ganzen Listings neu zu machen, also neu zu machen, die ganzen Listings reinzustellen und dann, ja, werde ich wahrscheinlich den restlichen Abend damit verbringen, diese Listings einzustellen und dann werde ich wahrscheinlich morgen den Vormittag damit verbringen, den Sale vorzubereiten und ich hoffe. Wir haben ein neues Washi-Tape bestellt und ich habe drei Stück bestellt. Und zwar eins für Halloween, eins für Weihnachten und ein ganz stinknormales. Und das für Halloween ist jetzt leider schon vorbei, aber ich habe es als Pre-Order in meinen Shop gesetzt. Die Pre-Order läuft auch immer noch, weil ich einfach, also das heißt nichts anderes als, ihr könnt das Washi-Tape schon kaufen, aber es dauert halt länger, bis ich euch das schicken kann, weil ich das Washi-Tape selber noch nicht habe. Sobald ich das Washi-Tape habe, hohoho, da kann man sich sicher sein, dass ich das aufnehmen werde, weil ich einfach super aufgeregt bin. Das ist nicht das erste Mal, dass ich Washi-Tape mache, das ist jetzt das zweite Mal. Und die ersten Washi-Tapes waren halt die kleinen Rußgeister und mein Magical Girl Sailor Moon Card Captor Sakura Zeug. Und die beiden liebe ich auch sehr. Aber ich dachte mir, wenn wir schon Washi-Tape bestellen, dann muss ich neu bestellen und noch ein paar andere Designs machen. Und wie gesagt, ich habe jetzt mein Halloween, dann habe ich Weihnachten. Ich habe bei Weihnachten zwischen zwei Designs auswählen müssen, weil ich zwei gemacht habe und ich habe dann gefragt bei mir in der Discord-Gruppe, welches denn besser ist. Und es wurde gewählt, das mit den
Pfefferminz-Zuckerstangen und den Pfefferminzbonbons. Weil ich hatte nämlich auch eins mit zwei kleinen Charakteren, die ich gemacht habe. Und zwar heißen die Pine und Star. Sehr einfallsreich. Das Star ist ein Stern und Pine ist halt ein Weihnachtsbaum. Weil wegen Pinie und Weihnachtsbaum und sowas. Und die beiden hätten eigentlich auch auf dem Washi-Tape gepasst. Und das habe ich auch eigentlich fertig gemacht. Und das Design habe ich auch noch. Das heißt, vielleicht nächstes Jahr Weihnachten werde ich das trotzdem... Vielleicht werde ich das nächstes Jahr Weihnachten trotzdem noch mit rausbringen. Aber dieses Jahr Weihnachten sind es erstmal Zuckerstangen und Pfefferminzbonbons. Also habe ich das... Ich habe jetzt in meinem Shop das Starry Friends Washi. Also... Das mit den... Oh, Moment, ich muss da mal kurz greifen, ohne dass mein Mikro abreißt. Ah! Also, einmal dieses hier mit den... Mond und Sterne. Und einmal... Ups. Wo habe ich es jetzt hingeschmissen? Da. Dann habe ich einmal hier Pfefferminzbonbons und Zuckerstangen. Und dann habe ich einmal Pine und Star. Das sind wie gesagt auch Sticker, also Bullet Journal Sticker. Und die kommen dann, also Pine und Star kommen dann, Pine und Star kommen dann wahrscheinlich nächstes Jahr zu Weihnachten. Wenn mir nicht noch irgendwas anderes einfällt. Oh, der Fokus. Ich liebe es. Das Ding hat nämlich keinen Autofokus. Also schon, aber dafür muss ich einen Knopf drücken, also es ist nicht wirklich Auto. Ja, ich fange schon wieder die ganze Zeit an zu labern. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin so in Laberlaune im Moment. Keine Ahnung. Ich sollte vielleicht anstatt hier rumzulabern, so solche produktiven Dinge tun wie Videos schneiden oder vielleicht mal Voice-Over für andere Sachen machen. Aber hey, labern! Ja, ich bin im Moment alleine zu Hause. Das heißt, es ist mir kackegal, was hier irgendwie, was ich hier mache. Es sei denn, meine Nachbarn beschweren sich. Was tatsächlich schon vorgekommen ist. Aber das war nicht, weil ich Videos gedreht habe, sondern weil ich auf meinem Balkon telefoniert habe. Und das, ja, das ist bescheuert. Ich darf doch auf meinem eigenen Balkon telefonieren. Das sind meine eigenen vier Wände. Ist mir egal. Ich werde jetzt mal weiter Shop-Fotos machen. Wahrscheinlich werde ich hier noch so einen kleinen, coolen Clip einfügen, wie mein Set aussieht. Und wie ich dann andere Dinge noch fertig mache. Und ich hoffe, ich kriege das alles zu einem vernünftig zusammenhängenden Vlog zusammen. Ich weiß es nicht. Wenn ja, finde ich es gut. Wenn nicht, haut mich nicht dafür. Ich kann das noch nicht so gut. Dann, ach so, und für, oh Gott, ich bin die ganze Zeit unscharf. Was ist denn hier los? Sag mal, jetzt sieht's besser aus. Sagt mir das doch. Ich glaube... Ich höre jetzt einfach auf zu labern und nehme euch mal kurz mit übers Set. Und es sieht einfach chaotisch aus. Aber ja, ich zeige euch jetzt das Set und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder. Hoffentlich.